Hallo und herzlich willkommen auf Dynamite's Live. Hallo. Eine neue Woche beginnt und wir hoffen, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Und ich weiß, die meisten von euch erwarten jetzt eine Erklärung, was da passiert ist. Denn ganz viele von euch, ich lese ja alle Kommentare, viele von euch haben gefragt, was ist passiert. Ihr habt ja gemerkt, dass auch am Donnerstag und am Freitag keine Videos von uns kamen, sondern die liebe Familie und Tia und alle anderen YouTuber und Menschen, die in dem Freitagsvideo zu sehen waren, waren so lieb und haben uns geholfen und für uns Vlogs gemacht. Einige von euch fanden das nicht so cool, worüber ich sehr traurig war, muss ich ehrlich sagen. Nochmals an euch vielen Dank für die Unterstützung. Mich haben die Videos von euch so glücklich gemacht. Das hat uns auf jeden Fall... Es hat uns so viel abgenommen, so eine Riesenlast und nochmal vielen Dank. Und wir sind wieder da, das ist jetzt die Hauptsache und uns geht es besser auf jeden Fall. Aber da die ganze Prozedur noch nicht wirklich vorbei ist und mir das persönlich viel zu privat ist, habe ich mich dazu entschlossen, euch vorab oder bislang jetzt über die Geschichte noch nichts zu erzählen. Ich brauche einfach noch Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Es ist nicht einfach so, dass man von heute auf morgen sagen kann, okay, ich bin jetzt cool damit. Das braucht jetzt einfach Zeit. Was man vielleicht in den Raum werfen könnte, um das klarzustellen, es ist jetzt niemand aus der Familie verstorben oder so. Das wird jetzt auch schon des Öfteren gesagt. Es ist zum Glück keiner gestorben. Es ist halt was Schlimmes passiert, was niemand haben möchte. Es ist zum Glück keiner ums Leben gekommen und das ist die Hauptsache. Und vielleicht bin ich in einigen Tagen, Wochen dazu bereit, euch mehr darüber zu erzählen. Aber jetzt gerade ist es alles noch viel zu frisch und bitte versteht das. Trotzdem hoffe ich, dass ihr weiterhin jetzt viel Spaß mit uns habt. Und wir versuchen jetzt auch Spaß zu haben. Ja, wir versuchen das nicht. Wir werden auch garantiert heute noch Spaß haben, weil heute was extrem Geiles anliegt. Und das haben wir jetzt einfach mal genutzt, um damit wieder anzufangen, um einfach wieder gute Laune auf Dynamite 2 reinzubekommen. Ja, das war jetzt alles ein bisschen Trübsalblasen letzter Zeit. Jetzt fangen wir wieder da an, wo wir fast aufgehört haben. Das letzte Video war nicht ganz so cool von uns beiden, aber davor, die war ganz witzig. Und da wollen wir jetzt wieder anfangen, damit ihr ganz normale wieder Standard Vlogs von uns bekommt und das Alltägliche von uns beiden. Boom. Ja, wir fahren jetzt auf Autobahn. Wohin, das seht ihr gleich. Wohin, das seht ihr gleich. Wasn't it happy, now you're telling me it's over. Oh my. I wonder what's next, you know we're getting older. Freunde, wir sind gerade am Hockenheimring angekommen und hatten bereits schon zwei Interviews, obwohl wir erst seit 10 Minuten hier sind. Hier könnt ihr das sehen, dieser Security-Mann ist der Security Guard von Hartwell, denn Hartwell befindet sich gerade dort drin. Der sitzt gerade wahrscheinlich in meinem Schweiß auf dem Sofa, ja, lecker, weil ich so geschwitzt bin. Gott, da ist Hartwell gerade drin. Und die erste Fahrt von mir und Daniel über den Hockenheimring war im Kofferraum. Im Kofferraum bei offener Tür. Torge ist auch da. Mit ihm gebe ich gerade die Interviews. Wir führen die Interviews und wo ihr das ganz genau sehen könnt, das werde ich euch bald erzählen. Und es tut mir leid, es ist mega unfreundlich mit der Sonnenbrille, aber ich sehe halt sonst nichts. Torge, bist du aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt. Ich auch. Oh Gott, wir haben uns jetzt hier angestellt, einfach so, weil uns gesagt worden ist, komm, stellt euch an, hier findet nämlich gerade ein Meet & Greet statt. Und ja, wir dürfen gleich ein Foto mit ihm machen. Und ich versuche das mitzufilmen. Torge steht für ein Selfie an und wird selber nach Selfies gefragt. Only the selfie, right? Yes. Sorry? Yeah, thank you. Yeah, no selfie mode. Cool. Okay, perfect. Let's do this. Meet Hartwell. Hey, hi, nice to meet you. Robert, nice to meet you. Yeah. Hey, nice to meet you. Thank you, Professor. Yeah. Okay. Wait, this phone? Yes, the iPhone. Okay.
Cool. Okay. Got it? Yep, you studied that post. It's a great one. Perfect. Thank you very much. Hi. Nice to meet you, man. Yeah, nice to meet you. It's your phone, right? Yes. Cool. Yep, that's all. Thank you so much. Enjoy the show. Enjoy the show. Have fun. Thanks. Would you like to post? Yeah, yeah. Thank you. To you as well. Almost forgot. Oh, thank you very much. That's so great. Enjoy the night. Thank you. Shall I take your phone? Guten Morgen, Freunde. Wenn ich neben mir stehen habe. Hello. Das ist der liebe Aaron. Hello. Hallo. Wir sind gerade hier bei Hardware. Es ist ganz laut. Und findest du es voll leise irgendwie, ne? Wie bei mir im Wohnzimmer. Ja, finde ich auch. Sandy muss fleißig sein und ganz viel drehen. Dreht mit dem feinen Tor, da ist unser Kameramann. Sein Kanal findet ihr auf jeden Fall in der Infobox. Yeah. Checkt den unbedingt mal ab. Dynamite Live. Oh, wie cool. Habt ihr schon den Dynamite des Tages gekürt? Nein, noch nicht. Okay, nicht so mega glücklich, als ich mit ihm ein Foto machen konnte. Es ging alles mega schnell, aber ihr habt das ja, glaube ich, gesehen. Ein Dynamite-Vlog ist kein Vlog, wenn der Dynamite des Tages fehlt. Gott. Ist so. So, balla. Also, kommen wir nun zum Dynamite des Tages. Der heutige Dynamite des Tages ist Mia003. Sie schrieb: Fand das Video klasse. Ich hoffe, Sandy und Daniel geht es bald besser und sie können glücklich sein, so tolle Freunde zu haben. Hashtag
Halt die Nutze! Halt die Nutze! Ich finde auch, dass Tia das super gemacht hat. Ich finde aber auch, dass Nina und die Familie das super gemacht hat. Wir haben das alle super gemacht und ich bin mega glücklich über diese beiden Videos. Aber jetzt habt ihr uns wieder. Und wenn ihr schon morgen deine Meinung des Tages hören wollt, dann müsst ihr dieses Video ganz, ganz, ganz fleißig kommentieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Abonniert uns sehr, sehr gerne. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten verlinke ich euch da oben ein Video, welches schon etwas älter ist, welches ihr euch unbedingt angucken solltet. Ja. Und ansonsten würde ich sagen, Stau. Wir sehen uns morgen um 18 Uhr. Wiedersehen. Ciao.